der Redebeitrag von dem Almende e.V. Haus Alternativer Migrationspolitik und Kultur auf Deutsch und auf Türkisch. Guck, hier bin ich. Hört ihr mich? Hört man mich? Okay, anscheinend hinten nicht, aber vorne nehme ich mal an, dass ihr mich doch hört. Ich fange dann mal an mit dem Almende Redebeitrag auf Deutsch. Merhaba. Ich begrüße euch alle im Namen von Almende. Almende, als Teil der Initiative für die Aufklärung des Mordes an Burak, teilt das Leid der Familie und der Freunde von Burak. Wir wollen Ihnen nicht nur unser Beileid aussprechen, sondern auch Ihnen tatkräftig und solidarisch zur Seite stehen. Genau ein Jahr ist es her, dass Burak und vier seiner Freunde gegenüber dem Krankenhaus Neukölln auf offener Straße Ziel eines bewaffneten Angriffs wurden. Alex und Jamal wurden schwer verletzt. Burak erlag noch in der gleichen Nacht seinen Schussverletzungen. Über den Mörder ist angeblich noch nichts bekannt. Immer noch gibt es sehr viele offene Fragen, die uns allen Sorgen machen. Es geht nicht, dass von einem kaltblütigen Mörder noch jede Spur fehlt. Wir werden so lange fragen und die verantwortlichen Ermittlungsbehörden, die Politik und die Öffentlichkeit so lange unter Druck setzen, bis die Hintergründe aufgeklärt und der Täter gefasst wird. Wir haben genügend Anlässe zu fragen, ob Rassismus das eigentliche Motiv der Mordtat an Burak ist. Denn erstens gibt es überhaupt keinen Hinweis auf andere Beweggründe. Zweitens wurden in diesem Land rassistisch motivierte Verbrechen zu oft ignoriert. Zu oft wurden die Migrantinnen nach einem rassistischen Vorfall von Ermittlungsbehörden, Politik und Medien als Kriminelle beschuldigt. Dass die Polizei in allen Richtungen ermittelt, so die ständige Aussage, auch bei dem Besuch des Berliner Innensenators am Mittwoch bei der Familie, gerät zu einem Floskel, wenn nicht bald Licht ins Dunkle kommt. Nach journalistischen Recherchen gibt es bundesweit mindestens 18 Verdachtsfälle, das heißt Verbrechen, die einen recht extremen bzw. rassistischen Hintergrund zu haben scheinen, aber nicht als solche identifiziert werden. Während seriöse Einrichtungen, antifaschistische Gruppen 182 Morde mit recht extremen und rassistischem Hintergrund seit 1990 beklagen, gibt die Bundesregierung nur ein Drittel davon als solche zu. Aus jahrzehntelanger Erfahrung kommen wir als Almende, als eine Selbstorganisation der Migrantinnen, zu folgenden Schlussfolgerungen. Rassistische Denk- und Handlungsweisen in der Mitte der Gesellschaft reproduzieren ein Bild voller negativer Zuschreibungen über die Migrantinnen. Ungerechtigkeit und Diskriminierung gehören leider zum Alltag. Angriffe auf die Migrantinnen und Flüchtlinge mit tödlichen Folgen sind keine Ausnahmefälle. Spätestens seit Bekanntwerden der NSU-Mordserie schreien wir als eine Selbstorganisierung türkeistämmiger Migrantinnen in die Welt, dass genug geschwiegen wurde, dass genug geduldet wurde, dass genug gedeckt wurde. Es bewahrheitet sich immer wieder vom Neuen, dass wir unser Schicksal selbst in die Hand zu nehmen haben. Wir wollen uns nicht abfinden mit rassistischen Zuständen und Verbrechen. Wir wollen uns mit allen Menschen für eine gerechte und solidarische Gesellschaft einsetzen. Wir wünschen der Familie und den Freunden von Burak viel Kraft und bekunden unsere Solidarität mit ihnen. Wir gedenken an Burak und sagen, wir werden dich nicht vergessen. Herzliche Grüße an alle, die ein Zeichen setzen gegen das Schweigen und gegen den Rassismus. Eure Almende.